Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Kennt ihr das? Ihr habt gerade eure Steckdose geflasht, vielleicht nach meiner Anleitung oder nach einer Anleitung von irgendjemand anderen. Ihr habt das WLAN eingetragen und denkt, alles ist gut und danach startet das Ding einmal neu und ihr könnt es nicht mehr in eurem Netzwerk finden. Ihr könnt drücken, was ihr wollt. Die Steckdose funktioniert einfach nicht mehr. Egal, was ihr macht, funktioniert nicht. Dann wendet ihr euch an so jemanden wie mich und schreibt dem hier, ich habe die Steckdose nach deiner Anleitung geflasht, hat alles soweit funktioniert, aber danach war sie irgendwie tot und ich kann sie nicht mehr wiederbeleben, kannst du mir helfen? Ich sage, klar, kein Problem, drück einfach 6-mal diese Taste oder halt sie 40 Sekunden gedrückt. Ihr macht das, funktioniert nicht und dann hat mich ein Zuschauer angeschrieben und hat gefragt, hier kann ich dir die Steckdose zuschicken, dass du dir die mal anguckst, ohne dass du sie zurückschicken musst. Ich dachte so, ja klar, schick sie vorbei. Ich gucke mir das Ding mal an, weil mich das selber interessiert hat. Und ja, was soll ich sagen? Der Fehler lag nicht bei dem Zuschauer, sondern der Fehler lag bei mir, weil die Hilfe, die ich ihm geleistet habe, war totaler Blödsinn. Denn das kann überhaupt nicht funktionieren, was ich ihm gesagt habe. Und ja, der Zuschauer wird sie auf jeden Fall von mir wieder zurückgeschickt bekommen, natürlich auf meine Kosten. Wenn das Video rauskommt, hat er sie hoffentlich schon in den Händen und ja, hat damit seinen Spaß. Also, falls ihr das Problem auch kennt, dass ihr eine Gesund, beziehungsweise sie heißen ja jetzt nicht mehr Gesund, sondern die heißen hier Nose, das sind die Teile, die sich aktuell noch flashen lassen, die diese Bauform hier haben. Link dazu in der Videobeschreibung. Also falls ihr so ein Teil habt oder eine Lampe oder irgendetwas anderes, spielt absolut keine Rolle, ob ihr die oder etwas anderes habt und euch das Gleiche passiert ist, dann bleibt dran. Nach einem kurzen Intro zeige ich euch, wie ihr das Problem beheben könnt. Viel Spaß mit diesem kurzen Video. Schön, dass ihr dran geblieben seid. Okay, ihr habt entweder das gleiche Problem oder euch interessiert einfach, was ich zu sagen habe. Also, das Problem ist, der Tipp, den ich ihm gegeben habe, ist, guck auf die Tasmota-Seite bzw. drück einfach hier 6-mal diesen An-Aus-Knopf, nicht zu schnell, nicht zu langsam und dann funktioniert das Ganze. Was ist an der ganzen Geschichte falsch? Ganz einfach, das Ganze funktioniert, wenn diese Steckdose oder die Lampe oder was auch immer ihr verwendet, wenn die schon konfiguriert ist. Das heißt, wenn die noch nicht konfiguriert ist, ihr nur Tasmota drauf gemacht habt, das WLAN eingetragen habt und danach ist sie tot, dann könnt ihr diesen Schalter hier natürlich nicht bedienen, denn ihr habt ja noch nicht gesagt, was dieser Schalter für eine PIN-Belegung hat auf dem ESP, der hier drin verbaut ist. Und deswegen kann dieser Tipp natürlich auch nicht funktionieren. Und damit ihr dieses Gerät wieder zurücksetzen könnt, könnt ihr natürlich nicht den Schalter benutzen, sondern ihr müsst das auf einem anderen Weg machen. So, ich habe die Steckdose hier mal angeschlossen. Ich zeige euch mal, wie das Ganze aussieht. Also ich schalte das hier ein und die blinkt einmal hier kurz blau auf. Wahrscheinlich hat man das nicht gesehen. Ich mache es nochmal aus. Mal gucken, ob man es sieht. Vermutlich nicht. Aber okay, also die blinkt kurz auf und man kann nichts machen. Jetzt habe ich hier mein Handy und wir gucken uns mal die Einstellungen an, ob das Ganze hier gerade auftaucht. Und wie ihr seht, ist hier keine Steckdose. Und natürlich, wie ich vorhin erwähnt habe, bringt es nichts, wenn ihr das hier jetzt drückt, denn das kann nicht funktionieren. Der einfachste Weg und der, ja, im Endeffekt der einzige Weg, der übrig bleibt, ist, ihr steckt das Teil in die Steckdose, schaltet die Steckdose aus, wartet einen kurzen Augenblick und dann schaltet ihr die Steckdose 6-mal ein, beziehungsweise 7-mal, 6-mal ausschalten und beim 7. Mal sollte sie funktionieren. So, also die Steckdose ist jetzt aus, befindet sich drin, wartet einen kurzen Augenblick, falls sie vorher nochmal an war, also so 30 Sekunden oder eine Minute und dann schalten wir 6-mal ein aus und beim 7. Mal lassen wir sie dann eingeschaltet. So, also 1, 2, 3, 4, 5, 6 und beim 7. Mal lassen wir sie an und warten kurz. So, jetzt ist hier auch schon ein ESP aufgetaucht in meine Netzwerkliste, beziehungsweise das ist, ja, wenn man 4 oder 5 Mal klickt, baut er auch ein Netzwerk auf, aber ihr seht, jetzt steht dort Tasmota drin und das heißt, jetzt können wir uns wieder mit diesem Gerät verbinden, es ist wieder betriebsbereit. Also klicken hier drauf und können jetzt hier wieder unsere Daten eintragen.
bestätigen das Ganze. Achtet darauf, dass das Passwort und das WLAN-Netzwerk richtig sind. Ansonsten kann es halt, wie gesagt, auch zu Problemen führen. Also klicken auf Speichern. Das Gerät startet jetzt neu. Als nächstes geht ihr an den PC. Ich tue das mal hier hin, dass man das sieht. Geht ihr an den PC und guckt, was für eine IP-Adresse das Gerät zugewiesen bekommen hat. So, bei mir ist es die IP mit der 160 am Ende. Das heißt, ich öffne das Ganze. Das ist die alte, die ich als erstes geflasht habe, denn er hat mir zwei Stück zugeschickt. Und dann sollte hier jetzt die Steckdose auftauchen. Das sollte natürlich nicht passieren. Quatsch, was sage ich, 160, 218. So, 218, das sollte jetzt die Steckdose sein. Das ist die Steckdose, das passt soweit. Dann geht ihr auf die Templates Blackadder oder wie auch immer das ausgesprochen ist. Kopiert euch hier das Template, geht zur Konfiguration. Dann geht ihr auf Configure Other, bestätigt das und markiert das alles. Fügt das Template ein, also das ist das Template, was wir gerade runtergeladen haben. Sagt hier Activate und sagt Speichern. Jetzt startet das Gerät nochmal neu. Probier es mal zu drehen, vielleicht sieht man es ja. Und jetzt ist das Gerät da. So, wir können es hier schalten. Mal gucken, wo ist der Knopf. Ihr seht es, an, aus. Das funktioniert, das gleiche auch hier nochmal. So, das Gerät ist an. Was müssen wir jetzt als nächstes machen? Wir müssen das Ganze natürlich konfigurieren, denn wie ihr seht, steht hier Voltage 270. Und jetzt kommt mit der schwierigste Part. Und der schwierigste Part ist, das Ding zu konfigurieren. Schwierigste Part ist, eine 60 Watt Glühbirne oder Glühlampe zu besorgen. Keine LED oder ähnliches verwenden. Ihr braucht unbedingt ein Gerät, was ihr hier anschließen könnt, womit ihr das Ganze konfiguriert. Und am besten ist es, ihr sucht irgendwo eine Glühlampe. Ich habe eine gefunden und zwar im Keller. Vielleicht sieht man das auch. Die ist noch komplett schwarz und Spinnweben und alles drauf. Und dann nehme ich hier meine Dekobeleuchtung. Schraube das Ganze hier raus. Das ist jetzt eine 60 Watt Glühlampe. Tue die hier nach unten. Und jetzt müssen wir diese Lampe konfigurieren, beziehungsweise die Steckdose richtig konfigurieren. Dazu geht ihr in die Konsole und sagt als erstes Power Set und die Wattzahl der Glühlampe. In meinem Fall ist es eine 60 Watt, also trage ich hier 60.0 ein. Dann geht ihr nochmal auf Menü und dann seht ihr hier 60 Watt. Das passt, aber das hier passt noch nicht, also die 290 Volt nicht. Im Normalfall ist die Spannung irgendwo bei 230, 235. Bei mir liegt sie normalerweise bei 235. Deswegen sage ich hier jetzt Voltage Set und sage 235. Das ist die Spannung. Falls ihr ein Multimeter habt, könnt ihr das natürlich mit dem Multimeter messen. Und als nächstes müssen wir ein bisschen was rechnen. Ihr öffnet euch euren Taschenrechner, gebt hier die Wattzahl ein, eurer Glühlampe, in meinem Fall war das ja 60 Watt, geteilt durch 235 und das Ganze multipliziert ihr einmal mit 1000. Und dann habt ihr hier diese Milliampere. Kopiert einfach diese Zahl aus dem Taschenrechner raus, dreistellig reicht normalerweise. Und sagt hier dann Current Set, kopiert das rein, bestätigt das Ganze und dann sollte hier das Ganze mehr oder weniger passen. Das heißt, wir haben jetzt unsere 235 Watt, eine 60 Watt Glühlampe und dieser Power Factor sollte bei ungefähr 1 liegen. Also der wird ein bisschen schwanken, ganz auf 1 geht er nicht. Testen das Ganze nochmal, also Lampe aus. Lampe ein und lieber Markus, du hast zwei funktionsfähige Los-Steckdosen, die jetzt wieder auf dem Weg zu dir sind oder vielleicht schon bei dir angekommen sind. Viel Spaß damit und den anderen Zuschauern hoffe ich, dass ich mit dem Video weiterhelfen konnte. Die Links zu den Templates und alles, was ihr benötigt, findet ihr in der Videobeschreibung. Falls ihr Interesse an dieser NOS-Steckdose habt, dann guckt mal in die Videobeschreibung. Das sind zurzeit die einzigen Steckdosen, die mir bekannt sind, die diesen Formfaktor haben.
die zurzeit ja noch flashbar sind mit Tasmota. Der Hersteller wirbt auf Amazon auch damit, dass sie sich noch flashen lassen. Also, falls ihr Interesse habt, guckt in die Videobeschreibung. Ich verlinke euch die. Würde mich freuen, wenn ihr die über meine Links kaufen würdet und so mich und diesen Kanal etwas unterstützen würdet. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und viel Spaß mit der Noos A1 Steckdose und schöne Grüße an Markus.